Um eine Frühgeburt zu verhindern, müssen sie sich an ein paar Regeln halten. Erstens, sie müssen das Bett hüten, 24 Stunden am Tag. Zweitens, sie dürfen aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Und alle drei Tage dürfen sie ein 10-minütiges Bad nehmen, mehr nicht. Und abschließend, die allerwichtigste Regel. Es ist ganz wichtig, dass sie Stress vermeiden. Alles, was ihren Blutdruck steigen lässt, gefährdet nicht nur die Gesundheit ihres Kindes. Es könnte auch zu erneuten mentalen Problemen führen, so wie nach ihrer letzten Schwangerschaft. Mein Rat wäre, genießen Sie die Ruhezeit. Lou, willst du spielen, Süßer? In Ordnung. Okay, bereit? Alles klar? Und los. Für Sie, Ihren Ehemann und das Baby beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ich verordne Ihnen Bettruhe bis zum Ende der Schwangerschaft. Nun beginnt eine wohlverdiente Ruhepause. Auf ein Leben gerechnet sind 9 Monate keine lange Zeit. Und wie die meisten werdenden Mütter, werden Sie warten. Und warten. Diese letzten Wochen ziehen sich manchmal ein wenig hin. Willst du spielen? Sorgen Sie sich nicht. Atmen Sie ganz ruhig. Ich habe seltsame Geräusche gehört. In diesem Haus geht irgendwas vor sich. Gegebenenfalls können Ihnen Medikamente verabreicht werden. So bleiben Sie ruhig und gelassen. Entspannen Sie sich. Sie werden nicht allein sein. Bleiben Sie zuversichtlich. Jeder wird irgendwann ein bisschen ungeduldig. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Was geht jetzt in Ihrem Körper vor sich? Atmen Sie ganz ruhig. Entspannen Sie sich.
Ein neues Leben zur Welt zu bringen, ist einfach wunderbar. Entspannen Sie sich. Fichte! So finden Sie Ruhe.